geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Oberschwaben-Map im Let's Test für den Mod-Hub, für die Konsole. Deswegen gerne dranbleiben, wer mehr über die Karte erfahren will. Gut, wir waren in der letzten Folge mehr oder weniger beschäftigt mit dem Heukran hier drin. Ich habe das Ganze soweit noch vollends aufgenommen. Wir haben, lasst uns mal kurz einen Blick reinwerfen, 16.000 Liter haben wir reingebracht an Gras. Wir müssen jetzt entweder mit Stroh oder mit Hackschnitzel heizen, damit wir Heu rausbekommen durch die Abwärme. Dazu, wie gesagt, brauchen wir Hackschnitzel. Die können wir zum Beispiel selber produzieren, ne? Wenn wir uns ein Entschuldigung, er ist halt immer noch da. Entweder die Hackschnitzel kaufen oder uns ein Waldstück kaufen und dort Holz machen. In erster Linie möchte ich, na klar, so relativ zügig wie möglich mal starten mit dem Ganzen. Deswegen werden wir uns das Ganze beim Hackschnitzel-Hep kaufen. Jedoch, ihr wisst ja, ist hier das Thema mit Öffnungszeiten. Der macht erst um 13 Uhr auf. Deswegen fangen wir jetzt mal an mit der Tierversorgung noch an diesem Hof hier. Und da möchte ich einfach nochmal dickfett unterstreichen, habt ihr maximal 15 Kühe. Deswegen habe ich hier auch Wasser verbaut. Bei allen anderen Höfen gibt es das nicht. Es ist nur dieser Hof mit Wasserversorgung. Wie gesagt, bei 15 Kühen. Kosch oder wieder? Nein. Bei 15 Kühen, denke ich mal, kann man da auch 5 gerade sein lassen. Gut, gehen wir heute mal wieder mit dem fort. Man muss aufpassen, dass ich nicht immer Fans sage. So. Ich habe den Stuhl befestigt. Ich hoffe, heute läuft es besser wie sonst. So. Dann fahren wir mal los. Ich hole jetzt gleich mal das Joskin-Fass aus dem Unterstand raus. Das findet ihr auf Moddingwelt. Ist vom lieben Haufen und zu privat. Der Unterschied ist nämlich, dort habt ihr unter anderem den Manure-Anschluss und auch den Wasseranschluss schon verbaut, optional konfigurierbar im Shop natürlich. So, ich glaube, wir haben Feiertag, ne? Wenn ich richtig durchzähle, haben wir einen Feiertag. Also, hier ist das Joskin Aquatrans 7300 mit My New System verbaut. Aktuell habe ich den Wasseranschluss ja dran, damit wir nachher hier drüben das Ganze auch verwenden können. Manure ist natürlich ein PC-Skript, hat natürlich nichts mit der Konsole zu tun. Die Konsoleros können das ganz normal über den Trigger aufnehmen und abladen. Gut, jetzt fragt ihr euch natürlich immer wieder und ich freue mich schon auf die Fragen. So, Sarkasmus aus. Denn wo kriegen wir Wasser her? Ihr könnt euch nicht glauben, das war eine der Top 5 Fragen auf der Galgenburg. Wo kriegt man Wasser her? Ja, Freunde, wo kriegt man Wasser her? Überall, wo es Wasser läuft. Im Fluss, im Bach, im Teich, im See. Und dementsprechend können wir rüberfahren. Bei der Bäckerei zum Beispiel gibt es so einen kleinen Teich. Da können wir es auf jeden Fall rauslassen. Da nimmt die Feuerwehr auch immer raus. Also können wir das auch. So, das klappt doch schon mal. Warum ich letztes Mal Probleme hatte mit dem Kuppeln, habe ich auch rausgefunden. Die Dead Zone und die Empfindlichkeit hatte sich wieder verstellt. Das sollte jetzt auch erstmal erledigt sein. Allerdings dieses von jetzt auf nachher auf Null herunterbremsen habe ich immer noch.
Ihr habt mir ja schon einige Ratschläge gegeben mit diesem RPM-Speed. Habe ich aber auf Multiplayer auch das Problem, aber da haben wir das nicht drauf. Neues Lenkrad haben wir getestet. USB-Anschluss habe ich getestet. Hat nichts mit Strom zu tun. Irgendwo, irgendeine Mod, glaube ich, habe ich hier drin, die eventuell da dazu führt. So, dann könnt ihr eigentlich hier reinfahren. Ich habe es hier extra so ein bisschen angeflacht, dass man hier reinfahren kann. Und dann müsst ihr halt die Taste R drücken. Ich höre, dass er kurz anschaltet. Muss ich da noch? Es kann sein, dass ich da eine Pumpe mobiler Wassertank auffüllen. Wartet mal kurz. Ich glaube, da ist das Thema mit der Pumpe noch nicht drin. Eine Sekunde. So. Jetzt können wir starten. Ich habe mal ganz kurz in der XML, da gibt es irgendwas. Pumpe ist standalone auf True gemacht. Das gefällt mir besser, weil normalerweise müsste ich jetzt, glaube ich, irgend so eine Pumpe dazwischen schalten. Und das möchte ich nicht. Ich will da nicht immer die Pumpe mitschleifen. Deswegen ist es mir so lieber, dass sozusagen die Pumpe im Fass integriert ist. So. Gut, dann bringen wir mal das Wasser rüber. Vorsicht, Hans. Der kommt bestimmt zum IKEA. So, wir werden das na klar dann mit Manure-Schlauch überladen. Ich will es aber trotzdem auch testen, dass Leute, die wo eventuell Manure drin haben, aber zum Beispiel jetzt kein Wasserfass haben mit Menu System, ob das dann nachher trotzdem über den Trigger funktioniert. Wir werden also diese Konstellation überprüfen. Ebenso möchte ich natürlich ohne Menu System noch kontrollieren, dass auch da die Standard-Trigger funktionieren. Rein theoretisch sollte das passen. Aber in der Theorie, ne, wisst ihr ja selber. So, mal einen Blick zwischendurch in die Lok. Das sieht gut aus, da ist nichts dazugekommen. So, dale. Dann fangen wir mal mit den Großen an. Die haben schon duscht. Gut, also. Für die, wo Menu System nicht können, erkennen. Im Endeffekt gibt es zwei Unterschiede. Ihr habt hier einmal Wasseranschluss und hier drüben Gülleanschluss. So, die maximale Schlauchlänge ist erreicht. Das ist okay. Setzen wir einfach nur so einen Meter zurück. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Wir haben ja einerseits Pumprichtung bedeutet, wir wollen das Wasser anziehen und die gegengesetzte Richtung des Abpumpen in den Stall in dem Fall bedeutet, wir werden uns das Ganze kurz anschauen im Stall. Wir sind bei den Bullen und bei den Kühen. Wasser ist keins drin. So, dann, wenn ihr das Ganze öffnet, seht ihr normalerweise irgendwo hier, glaube ich, die Pumprichtung. Außer durch das, dass ich jetzt das eventuell eingetragen habe, ist es irrelevant. Ansonsten war das, glaube ich, mit Y die Pumprichtung. Ja, schauen wir mal. Also aktuell. Y.
Geht nicht. Warum geht es nicht? Okay, ich muss da nochmal kurz testen. So, nächster Versuch. Ich glaube, ich habe in der Hektik einen Fehler gemacht. Und zwar, ihr dürft nicht bei is standalone ändern, sondern has pump gleich true. Und dann müsste das nämlich jetzt gehen. Wir haben nämlich jetzt auch wieder ändere die Pumprichtung drin. Auf entleeren. Zack. Dann starten wir einmal den Motor. Und somit können wir jetzt auch entleeren. Also, nicht is standalone, sondern has pump gleich true. Somit ist die Pumpe integriert und müsst keine mitschleifen. Und das standalone, das wäre jetzt nämlich dieser Fall gewesen, dass dieses Zurückpumpen nicht vorhanden war. Und ihr seht, Wasser ist drin. Jetzt habt ihr 5000 Liter drin. Das reicht erstmal. Glaubt's mir. So, dann einmal weg damit. Weg damit. Und dann gehen wir gleich noch zu den Kälbchen rüber. Machen wir dasselbe. Ich lasse den immer erst so ein bisschen an der Seite liegen. Wenn er da mal drauf fährt oder so, das backt dann immer gerne so ein bisschen rum. Da seht ihr es jetzt kurz. Habt ihr das gesehen mit dem Rot aufblitzen? Das ist genau mein Problem. Da, wieder. Also er bremst auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Thema Bremsen. Wo der da auf die Schnelle irgendwie was mit mir macht. Keine Ahnung. So, ich glaube, das müsste schon reichen. Nein, natürlich nicht. Nur einen Meter zurück. So, und dann machen wir hier dasselbe. Packen wir den Rest von uns rein. Bei den Kälbchen, die werden nicht ganz so viel brauchen. Das sind ja nur 5 Stück, glaube ich. Gibt es da irgendwo eine Mod, wo man sieht, die Gesamtanzahl irgendwo hier oben? So, die haben jetzt 3000 Liter. Das sind aber auch nur 5 Stück, ne? Deswegen. Gut, dann können wir das mal aufräumen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch irgendwie so ein kleines Bildchen. Ja, keine Ahnung, vielleicht so. Zack. So, ich muss mir mal noch so ein Schlauchregal hernehmen. Da gab es früher, ich glaube, vom Max, da gab es doch eins. Max, mein Freund, möchtest du das Regal nicht mal startklar machen? Das war so schön filigran und klein. Gut, also, dann können wir dann aufräumen wieder den Kollegen. Also ihr seht, es kommt ganz schön oft vor mit diesem Kurzabbremsen. Und weh, ich stehe nicht irgendwie auf der Kupplung. Aktuell stehe ich so halb drauf. Dann schmiert mir na klar die Möhre die ganze Zeit ab. So, das hat ja einwandfrei funktioniert. So, ein bisschen weniger Maultäscher essen, dann kommt man hier auch besser durch. So, dann machen wir den Sieversdorfer Start klar. Mit dem werden wir unsere Pellets holen.
Die werden wir irgendwo einlagern, denke ich mal. Erstmal so als Schüttgut. Ich hole gleich ein Anhängerfohl. Ein Wagerfohl. Ich hoffe, der packt es von der Leistung her, der schöne kleine Ford. Das war schon mal gut. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde ein bisschen vorspulen, dass 13 Uhr ist, damit wir beim Händler einkaufen können und dann können wir den Händler testen. Soweit läuft es eigentlich schon mal ganz gut. Das Problem war jetzt hier nicht an der Karte, sondern am Joskin-Fass. Haben wir beseitigt und in dem Fall geht es weiter. In dem Sinn würde ich mich wie immer ein Like auf das Video freuen. Ein Abo kostet nichts und supportet unseren Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von der Oberschwaben. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.